Hallo und willkommen zu einer neuen Episode von Zu fremden Gestaden, meiner Videoreihe, in der wir uns auf Reisen begeben im Kielwasser von Corto Maltese. Wir stecken mitten in dem fünften Band, die Äthiopier. Diese vier Geschichten erschienen in den Jahren 1972 und 1973 in der französischen Jugendzeitschrift PIF oder PIF Gadget oder PIF Gadget. Und das war ein interessantes Comics-Magazin, das ursprünglich von der Kommunistischen Partei Frankreichs konzipiert wurde und sich tatsächlich darauf berufen kann, einst eine Underground-Zeitschrift der Résistance im Zweiten Weltkrieg gewesen zu sein. Damals hieß das Blatt allerdings noch Le Jeune Patriot, der junge Patriot. Und es sind sicherlich diese abenteuerlichen, aber auch subversiven Wurzeln, die verdeutlichen, weshalb eine Kinderzeitschrift wie PIF ausgerechnet Hugo Pratt eingeladen hatte, seine launischen und oft eher erwachsen anmutenden Geschichten dort zu veröffentlichen. In Deutschland kennt man ja das Magazin als IPS. Dazu kommt, dass diese Jahre auch die erfolgreichsten für PIF waren. Und das Magazin brachte auch zum Beispiel Rahan, Sohn der Vorzeit, heraus, gezeichnet von André Charest. Und so mag das vielleicht ein wenig erklären, warum man sich auch mal aus dem Fenster lehnte und den ganz jungen Lesern die verwinkelten und historisch beladenen Geschichten von Hugo Pratt zumuten wollte. Dann kommen wir mal zu der dritten Geschichte. Ich muss sie nur mal hier finden. Das dauert immer ein bisschen. Aber ich bin ganz nah dran. Ja. Ein Titel wie dieser ist ja in seiner Art schon so, dass er eine Menge über die Story verraten kann, wegen der häufig universellen Bedeutung, die mit Shakespeare einhergeht. Der Anfang mutet so an, als würde er relativ direkt an die Vorgeschichte anschließen. Wir befinden uns allerdings inzwischen tiefer im Binnenland, in Abessinien, genauer in der Danakil-Wüste, was eine Region ist, die man heute im Grenzgebiet von Äthiopien, Sudan und Djibouti verorten würde. Hier in Deutschland wurde die Danakil-Wüste vor allem in den 70er Jahren bekannt durch Rüdiger Neberg, der sie zu Fuß überquert hatte. Und um den wundervollen Rüdiger Neberg zu ehren, hier das betreffende Buch zum Thema. Ich streue immer gerne literarische Querverweise in diese Comics-Videoreihe ein. Wir sind nun aber auch in dem Gebiet, aus dem unser faszinierender Protagonist Kusch stammt. Er ist nämlich ein Danakil, wobei die ethnografisch korrekte Bezeichnung, glaube ich, Afar lautet. Das ist heute übrigens alles tiefstes Kriegsgebiet. Hier begegnen wir Shamael, dem Schamanen. Der Ort ist ein extrem düsterer Platz, finde ich. Gerade diese wütenden Affen, die dieses verlassene Dorf zu verteidigen scheinen, tragen zu dieser Atmosphäre bei. Das hier ist irgendwie auch ein wiederkehrendes Motiv in der Corto-Maltese-Welt, das Medizinmänner rund um die Welt Corto ansprechen und etwas in ihm erkennen. Es ist beinahe so, als würde Mutter Gaia zu Corto sprechen über all diese Ekstatiker und Schamanen, denen er auf den verschiedenen Kontinenten begegnet. Das Ganze ist auf jeden Fall eine mehr esoterische Episode mit allerlei Elementen des magischen Realismus. Aber in dieser Geschichte geht es eben auch um die drei spirituellen oder religiösen Kräfte, die an dieser Region oder an diesem Volk gleichzeitig zerren. Der Islam, das Christentum und der ursprüngliche Animismus. Der Schamane, der hier wie so eine Art Therapeut einer animistischen Kultur auftritt, erklärt Corto Maltese, dass seine Reisen letztendlich eine Flucht sind. Die Flucht vor einer Frau. Das ist also alles sehr metaphysisch.
Der bewanderte Korto-Maltese-Leser darf da spekulieren, ob damit möglicherweise Pandora gemeint ist. Nun taucht hier dieser weiße Mann auf, der von den Pavianen respektive Meerkatzen angegriffen wird. Die sehen zwar so ein bisschen aus wie Mandrill, finde ich, aber Mandrill würde man in Abessinien eindeutig nicht finden, sondern viel weiter südlich. Aber ich glaube, dass das einfach Paviane sind. Corto sagt hier, du hättest ruhig ein paar Kugeln opfern können, um dem Mann besser zu helfen, zu Kusch. Und Kusch sagt darauf, und weshalb, die Streifennasen sind mir sympathischer. Bizarre, ungewöhnliche Persönlichkeiten, Menschen, die verrückt geworden sind durch Isolation oder durch zu viel Exotik sozusagen. Aber das sind keine Seltenheit bei Hugo Pratt oder bei Corto Maltese. Und dieser Mann hier ist ein Goldsucher, der in der Wüste den Verstand verloren hat. Für Corto ist das aber keine so ungewohnte Begegnung. Und dann erreichen wir, übrigens auch wunderschöne Zeichnung hier, wir erreichen Kuschs Geburtsdorf, wo er herstammt. Wir erfahren aber auch, dass das Dorf sich ein wenig in einer Aufruhr befindet, denn eines der Mädchen aus dem Dorf wurde entführt, weil es wohl im Nachbardorf verheiratet werden soll. Nun sind Brautentführungen ein anthropologisch und ethnologisch relevantes Thema und in vielen Kulturen ist das ein Vorgang, der geradezu reglementiert und mit entsprechenden Sitten und Bräuchen begleitet wird. Doch hier ist die Situation anders, denn Kuschs Stamm besteht aus Moslems, während die Entführer ein christliches Dorf sind. Hier haben wir eine herrliche Begegnung mit Kuschs Mutter. Und einer der seltenen Augenblicke, in denen Kusch sozusagen klein mit Hut ist, wie man es in Deutschland manchmal ausdrückt. Aber es gibt auch diesen tollen Moment, wo Kusch sagt, ich habe nicht darum gebeten, geboren zu werden, Mutter. Waren wir nicht alle mal an diesem Punkt? Die Mutter räumt allerdings mit den ganzen Vorstellungen auf und macht deutlich, dass das hier kein religiöser Konflikt ist zwischen Moslems und Christen, der dann mit dieser Entführung einhergeht, sondern dass es in Wirklichkeit um Gold geht und um Einfluss in dieser Region. Und zur selben Zeit greift dieser andere Stamm die Ras Jakob an und Kuschs Leute verteidigen sich, sind aber recht überrascht und ertappt. Und Corto ist wieder mal mittendrin und wundert sich sicherlich, weshalb der andere Stamm so gut bewaffnet ist. Jetzt folgen diese zwei Seiten, die eigentlich nur aus nonverbaler Action bestehen, die sozusagen extrem ästhetisch und extrem symmetrisch aufgeteilt ist. Das waren sicherlich dann zwei sehr interessante Seiten in dem Piff-Heft. Und Hugo Pratt arbeitete ja sehr gerne mit diesen oft fast abstrakten Elementen. Hier verliert er dann in diesem Steinhagel das Bewusstsein, aber Schamael, der Schamane, taucht auf und weckt den bewusstlosen Corto Maltese auf und gibt ihm aber auch einige interessante Querverweise bezüglich der kommenden Ereignisse. Wobei, wie so oft, letztendlich nicht hundertprozentig klar ist, ob das Corto nur geträumt hatte oder ob der Schamane wirklich hier war. Und falls er es nur geträumt hatte, hat er es deshalb geträumt, weil der Schamane vielleicht seinen Geist oder seine Träume betreten kann oder projiziert man da zu viel hinein und es war einfach nur ein Traum. Aber die Deutung solcher Situationen überlässt dann Hugo Pratt meistens uns. Das hier ein totales Kultframe, finde ich. Ich bin nun mal kein Held, schließt hier Corto Maltese die Situation und begibt sich auf den Weg. Corto Maltese ist manchmal realer für mich als die Welt, in der ich lebe, die in Wirklichkeit nur eine verkorkste Illusion ist.
Gorta versucht also Kusch zu finden, verläuft sich aber, da er diese Gegend nicht kennt. Er findet eine einsame Hütte und dort befindet sich dieser verrückte Goldsucher, der, wie es scheint, Fala Miriam, also das entführte Mädchen, in seiner Gewalt hat. Wobei er sie nicht gerade gefesselt in einem Verschlag hält. Also die Situation ist mutet sehr entspannt an eigentlich. Corto klärt dann aber allerdings die Situation, da der Mann sonst versucht hätte, ihn zu töten, und führt dann beide zurück zu dem Dorf. Doch unweit von dem Dorf entfernt finden bereits Vorbereitungen für die entscheidende Schlacht statt. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir uns immer noch in einer Shakespeare-artigen Romeo- und Julia-Situation befinden. Letztendlich mutet das wie eine Schlacht zwischen einem islamischen und einem christlichen Stamm an. Ironischerweise erhielten beide Stämme ihre Religion durch Eindringlinge, aber das nur am Rande. Wir erfahren aber auch, dass Kuschs Leute Rom als Geisel halten. Das ist dann der Romeo in dieser Geschichte. Hier hat sich Hugo Pratt nicht unbedingt bemüht, die Analogie oder allegorische Übertragung zu versteckt oder zu chiffriert zu gestalten. Aber das hier ist sicher nicht das erste Mal und nicht das letzte Mal, dass Romeo und Julia zu einer Metapher werden. Aber hier in der Danakil-Wüste ist es sicherlich die ungewöhnlichste Variante, die ich hierbei kenne. Corto muss nun ein gekonnter Diplomat sein, um ein Massaker zwischen diesen beiden Stämmen zu verhindern. Allerdings bekommt er Hilfe von Charmel, dem Schamanen, der mich an dieser Stelle hier ein bisschen an Sanjuro erinnert, aus dem Film Yojimbo von Akira Kurosawa, gespielt von Toshiro Mifune, wie er da so auf diesem Hügel zwischen diesen beiden Kriegsparteien sozusagen Vorsitz hält und sich das alles erstmal anschaut. Aber es ist auch wichtig zu bedenken, dass all diese Leute, egal ob sie nun Christen oder Moslem sind, noch immer einen tiefen, instinktiven Respekt vor jemandem haben, der de facto so eine Art Pontifex der Geisterwelt ist. Das ist in den wenigen Generationen seit ihrer Konvertierung zum Christentum oder zum Islam aus ihnen nicht herausgesickert. Und am Ende findet die Schlacht eben nicht statt und wird abgewendet. Letztendlich durch gemeinsame Bemühungen von Corto Maltese und durch den Schamanen. Hier auf dieser Seite finden wir noch ein letztes kleines Lorenz von Arabien Zitat, als Corto Maltese zu Schamal sagt: Nichts steht geschrieben. Das ist natürlich eine klare Referenz an T.E. Lawrence, gespielt von Peter O'Toole. Hier findet dann aber auch der Abschied zwischen Corto Maltese und Kusch statt. In typischer Hugo Pratt-Melancholie fragt Kusch, wohin Corto denn gehen möchte. Doch dieser sagt nur: Weit weg, während er auf diese rötlichen Abendwolken blickt. Und das war's dann wieder. Eine weitere Folge von Zu Fremden gestaden. Und eine Geschichte in diesem Band haben wir noch. Und vielleicht sehen wir uns da wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.